Leute verschwinden genauso wie Wertgegenstände, Freunde. Willkommen zurück im Hafenviertel der Hafenstadt der Insel Kurenis und zurück zu Gothic 2. Der Borka ist der Türsteher der roten Laterne und der hat uns eingeladen, mal ein wenig in die Luststube einzutreten. Grüß dich, Sonja. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Mit dir will ich schon mal keinen Spaß haben, du bist eh hässlich wie die Nacht. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Hallo, Bromor. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so, ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen quatschen. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Was die Leute hier alles an wertvollen Kram verloren haben. Grüß dich. Hey. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süßer. Gehen wir. Na, das kann ja was werden. Ah, so kann man normal laufen. Gut, dann laufen wir mal ganz vernünftig und freundlich hinterher. Der Bogen ist hässlich, der passt nicht zu meinem Outfit. Leg den mal weg. Das kleine Messer schon eher. Das ist ja interessant. Ich sehe aus wie so ein richtig toller Burger hier. Das ist schön. Ich bin schneller als du. Wo müssen wir denn überhaupt hin, Herzchen? Hier schon rein oder wo? Nee, hier ist schon alles beschäftigt. Naja, gut. Gibt es hier was ich mir stibitzen kann? Das habe ich früher auch immer gesagt. Sieht nicht so aus. Gehen wir mal lieber mit so Nadja rüber. Da haben wir jetzt mehr als genug zu tun. Grüße. Na? Das anders? Das ist kein Geheimnis. Erstmal reden. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Bromor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Aha. Erzähl mir von Lucia. Niemand ist hier wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Eldridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Das ist ja interessant. Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Naja, jetzt wo ich auf die Uhr gucke. Warum nicht?
wurdet von Heilsohn. Ich hab ne Freundin, ich hab ne Freundin. Entschuldigung, musste sein. Ah, nee, falsche Taste, ich wollte doch wieder rennen. So, da haben wir mal die Vorzüge der roten Laterne genossen. Haben dabei gleich noch ein bisschen Informationen uns verschafft. Ist doch eine ganz schöne Sache. Södele, wo müssen wir denn jetzt weitermachen? Ah, hier vorne könnte es Ärger geben. Da will ich jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher gerade. Was sagt man eigentlich? Ich habe massenhaft Lärmpunkte auf jeden Fall am Start. Da würde ich doch ganz gerne mal mit dem Stärke-Trainier-Heini reden wollen. Ob der mir nicht noch ein bisschen Stärke beibringen kann, dass wir ein bisschen heftiger zuhauen können und so. Das wäre eigentlich eine ganz coole, vernünftige Sache. Hi, Karl. Ich will bei dir trainieren. Gut. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Ich will stärker werden. Fünf. Das reicht mir erstmal. Da sollten wir jetzt erstmal ordentlich Power im Arm haben hier. Ich meine, 31 Stärkepunkte, das ist schon nicht ohne. Da machen wir jetzt ordentlich Schaden mehr mit unserer Waffe. Das kann uns sehr hilfreich sein. Und genau aus diesem Grund, dass das hilfreich ist, muss ich mal eben mein Outfit wechseln. Weil wir haben jetzt diverse Dinge zu tun, wo wir uns prügeln müssen, Freunde. Leidenschaft auf alle möglichen Arten und Weisen gibt es hier. Das habe ich schon immer gesagt. Und zunächst einmal müssen wir bis zum Arsch der Welt rennen. Nämlich hinter das Lagerhaus. Ah, hörst du auf. Oh, der veranstaltet wohl gerade gar nicht. Was machst du hier? Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Ab und mittags zwar genau erst. Hier. Ja. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Klar. Ich will gegen dich kämpfen. Ich mache nur Kämpfe von mittags bis abends. Ach Mann. Das Kämpfen lohnt sich nur, wenn genug Zuschauer da sind, die Wetten abschließen. Jetzt ist es noch zu früh. Komm später wieder. Na gut. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich ebenso einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Kannst du mich ausbilden? Wenn du wirklich kämpfen lernen willst, dann tritt gegen mich an. Die Lektion ist ganz umsonst. Na gut, aber du willst ja gerade nicht mit mir kämpfen. Das ist. Geht's jetzt doch? Ist es jetzt spät genug, weil du so stehst? Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja, nett. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Jetzt. Na mach schon! Okay, hier müssen wir doch ein bisschen taktischer kämpfen. Die Rüstung alleine
schützt mich nicht gut genug. Da war ein Kritter meinerseits dabei, das ist gut. Na mach schon. Gar nicht so übel. Sehr schöne Sache das. Okay, dann nehme ich mir erstmal alles, was du hast. Inklusive die Goldmünzen, die mir eh zustehen. Her damit. Du hast mir wehgetan, weißt du, dass du gemein bist? Gib mir die Fischsuppe. Und von den Würsten habe ich ja auch noch eine ganze Menge. Äpfel habe ich ja auch. Die müssen wir mal alle mit reinfuttern hier. Ich fühle mich ja frisch. Oh, mein Schädel. Hey! Mann, oh Mann. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Ich war am Essen. Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Und eine Sache noch. Niemand redet darüber, was hinterm Lagerhaus passiert. Die Milizen lochen hier jeden ein, der sich auch nur die kleinste Sache leistet. Und Kampfwetten sehen die Jungs sicher nicht gerne. Ich will gegen dich kämpfen. Nee, nee. Bevor ich nochmal gegen dich antrete, brauche ich eine bessere Waffe. Ich musste vor ein paar Tagen mein Schwert verkaufen. Mit dem Teil bin ich unschlagbar. Wenn du es mir wieder besorgst, trete ich nochmal gegen dich an. Na, ich kümmere mich darum, alles klar. Danke dafür, darf ich jetzt weiter essen? Haben wir das schon mal erledigt? Das ist doch schön und gut. Ja, ja, der Typ da oben, der geht mir auch auf den Schacht. Glaubt er das? Dieser Herold-Heini. Der soll woanders rumherolden, das sage ich euch. Darf ich hier rein? Das ist schön, ich glaube, ich darf nur nicht nach oben. Der steht da schon so rum. Und hier unten gibt es wohl nichts, was ich will, oder wie? So eine Scheiße. Ich brauche ein Brecheisen, ich komme sonst an die Kisten nicht ran. So, was haben wir hier noch? Ach, das sind die Hafenarbeiter hier. Hi. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Bring mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben tausend Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Na gut, dann danke ich dir erstmal für die ganzen Sachen, die du mir berichtet hast. Ich ziehe weiter zum nächsten. Hi. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört.
Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Nee, danke du, ich kenne mich hier gut genug aus. Was hast denn du sonst so? Zeig mir deine Karten. Ach, nur so ein Zeug. Bitteschön. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Kann gut sein, was hast denn du hier so? Wieso ist die Truhe da und zu weit weg? Vom Schlösserknacken verstehe. Ja, wow! Der war jetzt mies! Blöde Kiste! Mit dir rede ich nicht mehr! Das heißt jetzt nicht, dass ich mit Kisten reden würde oder so, ne? So ist es überhaupt nicht. Hi. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja, klar. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. Ja, hast du was dagegen? Du hast hier nichts verloren, Kleiner. Ich erzähl dir noch nichts Neues. Willst du mir Ärger machen? Klar, ich bin Meister im Ärger machen. Also werde ich, Kleiner. Ja, du hast nur leider nicht viel auf dem Kasten, mein Freund. Offen gesagt hast du überhaupt nichts auf dem Kasten, du Lauch. Bitteschön. Du hast mich nicht ein einziges Mal getroffen, du bist ein Schwätzer und ein Großmaul. Ansonsten hast du überhaupt nichts hinter der Kieme, hörst du? Du Dreckiger. So. Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgerastet. Ich merke selber, es tut mir leid. Ich mach's nie wieder. Ich verspreche's. Hi. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzohr, weißt du das? Na, meinethalben, sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Sehr gut. So feilscht man, Fröde. Ich brauche Informationen. Was hast du denn so? Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das eine oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Na gut. Danke für die Info, das reicht mir eigentlich erstmal. Was hast du noch zu verschachern? Dinge, die ich brauche, anscheinend schon mal nicht. Gut. Hast ein bisschen Sumpfkraut. Gut, kloppereimäßig waren wir gut dabei. Jetzt können wir erstmal wieder die schöne Rüstung hier anlegen. Oder die Klamotten, besser gesagt. Ich mag die voll. So, mein Großer. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Besonders nicht von Fremden. Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Raus, Pflaster hier unten, ne? Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Na gut, so viel dazu, das ist schön so. Was gibt's denn hier noch? Gibt's hier noch wen, mit dem ich plaudern kann? Hallo? Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Schon seit ein paar Stunden nicht. Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst.
Ich darf auf deiner Theke pennen? Entschuldigung. Zeig mir deine Ware. Naja. Das ist wirklich nicht mein Problem. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Er verkauft Fische. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Ja, das ist doch schön. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenkneipe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam machen. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine. Die stattliche Kriegsgaleere des Königs. Wirklich sehenswert. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurchgehst, wirst du es finden. Das klingt tatsächlich interessant. Könnte man sich mal angucken. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Na so ein Schlingel, oder? Na gut, Leute, wir können uns aber jetzt erstmal nicht weiter um die Sache kümmern. Beim nächsten Mal wäre es gut, wenn wir hier mit unserem Kumpel Laris sprechen, der uns hier schon so entgegenguckt. Und dann werden wir mal schauen, mit dem Fischer müssen wir ja auch noch reden. Gibt hier noch ein bisschen was zu erledigen, das ein oder andere zumindest. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das ist wirklich nicht mein Problem. Meine Meinung kennst du ja schon.